Ja, Glück auf und frisch auf bei Potternander. Herzlich willkommen in Waltrop. Und zwar bin ich hier auf der Halde Brockenscheid. Das ist der Hausberg von Waltrop, wie ich lese. Das ist ein wunderbarer Aussichtspunkt und verspricht einen eindrucksvollen Panoramablick. Habt ihr Bock? Dann kommt einfach mit mir. Auf geht's! Ja, und ich lese hier gerade, dass dieser Spurwerkturm aus 1000 Meter Spurlatten konstruiert worden ist, und zwar von dem Künstler Jan Bormann. Und zwar dienten diese Spurlatten im Bergbau dazu, die Förderkörbe in den Schächten zu führen und in der Spur zu halten. Daher der Spurwerkturm. Sehr interessant. Jawohl, das nenne ich mal Speed-Haldening, denn da sind wir schon. Total komfortabel. Ja, parken kannst du ja auch prima. Zeche Waltrop ist direkt nebenan. Das gucke ich mir, glaube ich, gleich auch nochmal an. Aber zunächst erstmal auf den Spurwerkturm. Los geht's. Ja, nichts mit betreten. Gesperrt, abgeriegelt, gibt keinen Zugang. Ja, schade. Ja, komisch. Was ist da denn passiert? Ja, also vor vielen Jahren war ich da mal oben. Oh, man hätte eigentlich einen ganz, ganz wunderbaren Ausblick hier übers Fest. Das Recklinghäuser Fest. Ja. So begucke ich mir das Bauwerk dann eben. Tja, ich habe ja noch was dabei. Was ist es denn?
Boah, das hat mal wieder Spaß gemacht. Richtig toller Drohnenflug gewesen. Ich bin schon so lange nicht mehr geflogen, dass ich gar nicht mehr wusste, wie ich das alles wieder zusammenbaue. Klares Zeichen, dass man das öfters machen sollte. Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt laufe ich noch ein paar Meter hier auf dem Kreuzweg und wundere mich tatsächlich, wie schön das hier wieder ist. Herrlich. Ja, tatsächlich ist das hier auf der Halde Brockenscheid wirklich idyllisch, sodass man hier auch noch mal ein paar kleine Pfade laufen kann. Überall Brombeeren, Brombeeren, Brombeeren. Wahnsinn! Mensch, wenn die reif wären. Ja, in der Tat eine possierliche kleine Halde mit wirklich einem echt interessanten Weg. Ich habe hier tatsächlich auch überhaupt gar keinen Kreuzweg vermutet. Das kann ich immer nur von Halde Haniel. Ansonsten ist das hier wirklich echt auch ein kleines bisschen verwunschen. Also mir macht das richtig Spaß. Kleine, tolle Halde mitten in den Tropen. Wir sind ja in Waldtrop. Mein Gott, ja, das war echt ein schlechter Scherz, ne? Boah. Ja, man musste mal raus. Boah, das ist auch wirklich ein stickig Lüftchen. Nachdem das die ganzen Tage so gejaucht hat. Boah, ist das hier ein Lüftchen wie zum Schneiden dick. Mann. Jo, aber wenn ich mir das hier so angucke, das könnte auch für den einen oder anderen Mountainbiker ganz interessant sein. Aber, ach guck an, da bin ich ja wieder. Siehst du, einmal um die Kuppel gelaufen. Und da sind wir auch schon wieder. Ja, nicht schlecht. Also hat sich gelohnt. Ja, und das Schöne ist ja, dass ich auch direkt noch wirklich so einen kleinen Minispaziergang hier mitgemacht habe. Eigentlich wollte ich nur mal so ein bisschen das Dröhnchen steigen lassen und eigentlich genau das Richtige. Gestern aus der Nachtschicht rausgekommen und ich sage ja immer, du brauchst Licht, Luft und Bewegung. Ne? Ah, aber so kommt man allerdings echt gut wieder in den Tagrhythmus rein und kannst ja nicht den ganzen Tag irgendwie auf der Couch rumlungern und gammeln. Ne? Ja, verpasst du auch was. Ah, guck an, hier geht's weiter. Wie schön. Also mir gefällt das echt außerordentlich gut hier. Kreuzweg, Halde Brockenscheid. Hier, so. So, weiter geht's hier. Zum nächsten Punkt, zur nächsten Station. Müsste man jetzt noch mal nachlesen, ne? Aber so kann man sich ja schon so einen Reim drauf machen. Schön. Was mir auch echt auffällt, dass das hier so richtig herrlich urtümlich bewachsen ist. Also diesen gelben und was ist das? Lilafarbenen Kräutergewächsen hier. Ich bin da botanisch nicht gut, aber das ist total angenehm fürs Auge, macht richtig Spaß. Was ich aber auch gesehen habe, sind wieder hier Hinweisschilder für Eichenprozessionsspinner. Ja, da möchte ich gar keine Bekanntschaft machen. Nee, nee, lieber weitergehen. So, weil das auch so ein schönes Gelände ist hier, laufen wir einfach noch mal ein kleines Ründchen hier über die Zeche Waldrop bzw. durch die Gebäude hier durch. Ah, schon lange nicht mehr hier gewesen. Freue mich richtig. Ja, und auch die Seilscheibe, die darf nicht fehlen, ne? Jo, und wenn man das hier so liest,
Schacht 1. Dieser Schacht diente zur Personenseilfahrt und Kohleförderung. Sein Durchmesser betrug 5,8 bzw. 6,5 Meter. Durchgeteuft bis zur 792 Meter Sohle. Wahnsinn! Er besaß zwei selbstständige Fördereinrichtungen mit Körben für je 6, ab 1970 für je 8 Förderwagen von je 1080 Liter Inhalt. Betrieben wurden sie mit den Zwillingstandem-Dampffördermaschinen aus den Jahren 1906 und 1909. Schacht 1 war der einziehende Wetterschacht. Die Bewetterung erfolgte zuerst mit einem von einer Zwillingsdampfmaschine angetriebenen Schaufelradlüfter. In den 50er Jahren wurde die Dampfmaschine durch einen stärkeren Elektromotor ersetzt. Wow. Ja, hier gibt es tatsächlich noch jede Menge über die Zeche Waltrop zu erfahren. Ich bin spannend. Ja, kurz zusammengefasst, dass das Gebäude, oh, ein Hund, oh Gott. Ja, dass das Gebäude aus einem Guss entstanden ist, das sieht man auch tatsächlich. So ein bisschen jugendstilmäßig steht hier. Jede Menge Backstein verbaut. Und, ja, eigentlich war das hier bäuerlich geprägt, ne? Ja, ich werde mich da mal schlau machen, ich finde das echt super spannend. Und schlagartig geht's weiter, stehe ich hier vom Magazingebäude mit Lampenstube. Ja, was hat man da gebraucht oder geholt? Kleinmaterial für Untertage, gab es hier. Denn jeder Bergmann hatte seine eigene mit seiner Nummer versehene Lampe. Klar, zu Zeiten der Benzinlampen wurden die vom Lampenwärter gepflegt und aufgefüllt. Später wurden hier die Akkus für die elektrischen Grubenlampen aufgeladen. Außerdem wurden in diesen Räumen die CO-Selbstretter für den Untertagebetrieb gelagert und gewartet. Von der Lampenstube aus, die sich im oberen Teil des Gebäudes befand, erreichten die Bergleute über eine überdachte Brücke direkt beide Schächte zur Seilfahrt. Das ist ja wirklich eine wahnsinnstolle Fassade hier. Das ist das Maschinenhaus, wie ich gelesen habe. War echt jede Menge los. Da vorne Verwaltung, hier Kantine, Milchbar. Boah, klasse. Also da wird weiter geheiratet, gehochzeitet. Und so gehe ich langsam wieder zurück. Und das hier ist die Zentralmaschinenhalle. Da standen die riesigen Maschinen zur Erzeugung von Druckluft und Strom. Ich finde die Fassaden hier richtig toll. Also das Ganze nennt sich also Jugendstil, ne? Ich verstehe da ja nicht so viel von, also gar nichts eigentlich. Aber ich sehe die Fassade hier mit diesem roten Backstein und dieses verspielte 1905, Wahnsinn. Also mir gefällt das echt, echt richtig gut. Und so ein wirklich netter kleiner Park hier, wo man auch gut ein bisschen verweilen kann. Richtig toll. Mir gefällt's. So, hier geht es noch einmal um dieses Gebäude rum. Und dann bin ich auch schon wieder an der Seilscheibe. Donnerwetter, eine ganze Menge los. Das ist also hier die Fördermaschinenhalle. Genau, da war ich gerade auch schon. Mal gucken, was dazu noch zu lesen gibt. Ja, die Maschinenhalle 1, 2. In diesen Gebäuden standen die Fördermaschinen für den Schacht 1. Es handelte sich um Zwillingstandem-Dampffördermaschinen, hergestellt in der Eisenhütte Prinz Rudolf. Eine der Maschinen wurde bereits 1906 eingesetzt und diente noch nach 1979 zur sogenannten Ausraubung der unter Tage verbliebenen brauchbaren Materialien. Zu diesem Zeitpunkt war sie die älteste noch im Betrieb befindliche Dampffördermaschine. Die Maschinen arbeiteten mit Heißdampf von 320 Grad und einem Druck, jetzt kommt's, die Älteren von euch wissen es, 12 Atü. Das sagt heute keiner mehr. Jo, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Der kleine Spaziergang hier über die Zeche Waltrop bzw. Halde Brockenscheid in Waltrop mit dem Spurwerkturm. Das hat richtig Bock gemacht. Kleiner Drohnenflug. Wetter ist warm, feucht warm. Trocken wenigstens.
Ja, ich kann euch wirklich nur empfehlen, kommt mal her, macht hier einen kleinen Spaziergang, der Kreuzweg, der ist wirklich überraschend toll. Kleine Halde, gar nicht viel los und wirklich ein tolles, tolles Panorama. Wenn ihr Bock habt, geht raus, macht es einfach und erkundet wie ich einfach eure Region. Bis dahin, macht's gut, euer Schrömi von Potterlander. Ciao!